Hallihallo ihr Lieben, willkommen zum dritten Teil. Wir haben heute, was haben wir denn heute? Dienstag? Ich glaube, wir haben Dienstag. Dienstag, der 3. Mai. Ja. Und wir haben 20:05 Uhr. Seht ihr, ich habe schon Alzheimer. Ich esse gerade einen kleinen Dittmann. Aber in weiß. Also hier. Habe ich natürlich Lust drauf. Also, was machen wir denn heute? Ich habe gedacht, vielleicht machen wir den Vogel. Und dafür habe ich ganz viele Farben ausgesucht. Ob ich die alle benutze, weiß ich nicht. Also erstmal habe ich die also Warm Grey genommen von 10 bis 50. Und zwar, ich muss hier selber mal erstmal gucken. Warm Grey, also 10,50. 10% Warm Grey. Dann 10,51. 20. Dann habe ich 10,52. Das sind 30% Warm Grey. Dann habe ich 10,54, 50. Dann, was habe ich mir noch ausgesucht alles? Wisst ihr was? Wir machen es mal damit und danach sieht man weiter. Und 20% French Grey. Wo ist der denn hier? Irgendwo habe ich hingelegt. Ich bin ein bisschen zerstreut. Hallo, wo bist du? Bin ich denn Gaga oder bin ich Gaga? Nein, nein, nein. Wo ist der denn? Ich kann ihn nicht finden, Leute. Cool. Uncool. Auch cool. Wo ist mein French? Irgendwie kann ich den nicht finden. Egal. Jetzt machen wir ohne den. Also, einmal kurz anspitzen. Ich nehme jetzt erstmal den 10% Warm Grey 10,50. Und mache so eine kleine Grundierung. Grundierung, ja. Das sollte man vielleicht heute nicht reden. Also hier soll ein bisschen weiß sein. Also jetzt so, also ist es sein Bauch hier. So ein Vogel ist, zumal ist es auch nicht einfach, ne, so eine Fellstruktur herzuzaubern. Jetzt mache ich erstmal hier so ein bisschen. Ich bringe jetzt mal Farbe aufs Papier ganz leicht. Und dann sehen wir weiter, was ich draus zaubern. Also, jetzt nehme ich 10,51 Warm Grey, 20%. Und dabei soll ich nicht so schmecken. Also, wenn das so seine. Ich muss immer an Ellas Worte denken. Ich muss überlegen, wie verläuft jetzt seine Fellstruktur. Also, er hat sein Köpfchen gedreht. Das ist sein Bauch hier. Also muss es doch so sein, ne?
Der muss doch ein bisschen auch nach oben so. So sind hier so, denke ich mir mal. Also heute war ich beim Orthopäden. Und so wie vermutet, hat sich auch bewahrheitet. Ich habe auf der linken Innenseite von der Ferse einen Fersensporn und auf der rechten von der Innenseite auch einen Fersensporn. Und mein rechter Arm, das ist ein Tennisarm, also Entzündung. Jetzt habe ich Einlagen verschrieben bekommen. Die gebe ich morgen ab. Bei morgen habe ich die Mammographie. Das ist auch in der Nähe, dann gebe ich das alles dort ab. Und dann hat er mir so eine Seite aufgeschrieben, die ich im Internet dann gucken kann. Sieht doof aus, irgendwie. Wegen der Übung für meinen Tennisarm. Deutsch, ich finde, das sieht doof aus. Ich muss mir so ein Bild ausdrucken mal morgen, dass ich einfach so ein Referenzbild habe, mir das mal angucken kann. Mein Söhnchen dann früher gesagt, wo er klein war, hat er zum Vogel Zogel gesagt, damit ich gucken kann, wie so ein Zogel aussieht. Süßer Kleiner. Jetzt. Nehme ich 10, 52 und das sieht es an. Und wisst ihr was? Die 59 Farm Grain nehme ich später. Jetzt nehme ich mal, was habe ich hier? Ich habe hier Yellow Ochre. Wo habe ich das hin? Ist das das? Ne, das ist Born Ochre. Was ist das? Genau, hier habe ich Yellow Ochre 942 und dann habe ich 943 Born Ochre. Und das mache ich so. Ich sitze auch hier so. Muss ja nicht komplett nur in Grau sein. Jetzt machen wir hier ein bisschen so einen Farbtupfer. Habe ich denn wirklich mein French Grey reingemacht? Ich könnte jetzt schon. Da nehme ich Sienna Brown 945.
Also ich gucke jetzt mal noch mal hier rein. Habe ich das nicht rausgeholt oder was? Eigentlich, ich muss es aber rausgeholt haben, weil sonst wäre das ja... Tut mir leid, ich muss jetzt mal gucken, wo der ist. Das kann doch nicht sein. Das ist blau. Warm, warm. Espresso? Nein. Nein. Auch nicht, auch nicht. Also manchmal ist es schon so eine Sache, ne? Du legst die Sachen raus und dann findest du sie nicht mehr. Verstehe ich nicht. Aber auch egal. Da muss ich ohne den. Wisst ihr was, dann nehme ich statt den 20% nehme ich dann den 10% fertig. Das ist 10,68 und 938 weit. Irgendwie klappt es nicht so, aber vielleicht wird beim zweiten Vogel dann ein bisschen einfacher sein. Wie gesagt, ich drucke mir morgen das Bild aus, dass ich so einfach ein Referenzbild habe. Dunkelsten Warm Gray, also nicht den dunkelsten, also das 50% 1054. Nehme ich 30% Bump Cream. Mal 20. Und einmal, wo ist der 10? Das tue ich so ein bisschen.
Dunkelblau. Ich nehme jetzt 103. Das ist Gerulean Blue oder wie das heißt. Und da gehe ich ganz zart. Und dann nehme ich 208, das ist Indantrone Blue. Keine Ahnung. Und das mache ich hier so ein bisschen. Und dann nehme ich natürlich Black, schwarz in die Nacht, lalalala, also Black, das ist 935, ich habe noch hier so ein kleines Stümmelchen, den will ich mal verbrauchen. Nehme ich noch mal 208. Muss ich ein bisschen spitzen. Schwarz.
hier. Dann nehme ich noch etwas von 103. Mal ein bisschen Stück. Und jetzt nehme ich noch mal schwarz und gehe über die blauen Stellen. Und hier nehme ich, au, Entschuldigung, nein, das ist auch nicht das Richtige. Ist das das? Nein, auch nicht. Hier. Ich nehme 1087 Powder Blue. Das mache ich hier so ein bisschen. Jetzt nehme ich ein bisschen 904 Light Cerulean Blue. Ich und meine Namensaussprechungen. Awesome. Und dann nehme ich, was nehme ich denn da? 30% Cool Grey, das ist 1061. Und jetzt nehme ich 10% Fresh Grey, French Grey 10, und tue das so ein bisschen alles miteinander ein bisschen verblenden. Aber ganz vorsichtig. Jetzt nehme ich so einen Feinliner und ziehe mal die Augen so ein bisschen nach. Lass das kurz ein bisschen trocknen. In der Zeit nehme ich dunkelbraun. Das ist Dark Brown 946. Und mache ich hier so ein Schniebelchen. Und dann nehme ich Born Ochre 943. So drüber. Und einmal 942 Yellow Ochre. Und meinen weißen Stift hier. Ihr könnt auch einen Posca nehmen. Ich habe halt gerade das hier in der Nähe. Und das mache ich hier so.
Und dann nehme ich noch mal ein bisschen Schwarz. Das könnte ich auch hier so machen. Irgendwie gefällt mir hier noch so der Flügelchen nicht so. Sind ich. Und jetzt noch die Füßchen. Machen wir mal hier so. Und ein bisschen Bono-Grüne. So. Mein erster Vogel für heute fertig. Ich zeige euch ihn von nahen. So sieht er von nahen aus. Ja. Für meinen ersten so Vogelchen ist okay. Wie gesagt, ich muss mal ein Bild ausdrucken, dass ich weiß, wie der aussieht. Ich kann ihn eh nicht so richtig malen. Also finde ich jetzt gar nicht mehr so schlecht, oder? Also ihr Lieben, wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Eure Helene.